land dat we krijgen. De herzelder dief wat breken, buur. Kun je daar das Wort tief ausgesprochen gehabt, ist der Saub auch schon liebhaftiger vor uns gestanden. Ich mache nicht die Brücke schon, aber der Erste, der drüber durchkommt, der ist der meine. Und, Schlendi, da haben sie ja so da, als ob sie überlegen würden, aber in Tat und Wahrheit hätte jeder für sich gedacht, ah, mich trifft das ja sowieso nicht. Ja, ich bin selber aufgewachsen auf einem Bauernhof, in Altdorf im Kanton Uri, und mir entfrieren immer etwas von diesen Geschichten gehört. Und nachher, als ich Schauspieler wurde, bei der Ausbildung gemacht habe, schaut man immer nach guten Geschichten als Schauspieler. Und dann bin ich wieder auf diese alten Geschichten gestoßen. Und ich habe die grosse Sagensammlung, Urnersage, das ist eine der grössten Sammlungen, die es gibt im alpinen Raum, die Josef Miller damals zusammengestellt hat, habe ich wieder zurück übersetzt, die Urner-Dialekt, weil ich einfach gemerkt habe, das sind gute Geschichten mit einer sehr guten Substanz. Ja, ich finde es spannend. Das sind interessante Geschichten, die hier erzählt werden. Und es ist ein schöner Dialekt, den man hier hören kann. Fantastisch, urchig, sehr urtümlich. Die Sprache vor allem. Und die Musik, die gemacht wird auf Instrumenten, die man eigentlich sonst nicht kennt. Also, es passt dazu, zu den Sagen. Da ist ja los, über die Zürner Ecken auf Ettenhäusern runter. Da steht die Kirche drin. Hat der Torfstein aufgebrochen, hat es gesegnet, draus genommen und ist mit ihm wieder gegen Surren zu und hat sein Schäfli nach dem christlichen Glauben getauft! Oh, wenn er doch das nur nicht da hätte! Kaum ist die Taufe vorbei gewesen, ist plötzlich ein wertiger Sturm aufgekommen und aus dem braven Schäfli ist unterein ein Gefirch ins Guckier geworden. Es hat die Alphütte zu hutteln und zu fetzen geschlagen. Ist er noch auf seinen Meister, das Hirtenbäbli, los und hat den Sakramentsfrevel auf blödige Art und Weise an ihm gerecht. Von da an hat das Upkir und der Kreis, wie man ihm gesagt hat, wieder Menschen auf Etung und auf Surnen. Und so ist die Alp den Engelberger verleidet und sie haben sie dann für ein paar Botzen den Hühnern.